TV Überregional live dabei, für Sie wie immer unterwegs. Vogelpark Kirlach, der Anziehungspunkt in Waghäusel und Umgebung, hat auch wieder an den Osterfeiertagen etwas Besonderes anzubieten. Wunderbare selbstgemachte Sachen, einen großen Basar und natürlich auch die Möglichkeit für die Kinder, Ostereier hier auf der Wiese zu suchen, die mühevoll versteckelt wurden von den Mitgliedern vom Vogelpark in Kirlach. Auch bei Regen war hier gut besucht. Nächste Station, Tierpark Rauenberg im Kraichgau. Ostern 2017, wir sind hier im Tierpark in Rauenberg angekommen. Timo Teufert, was findet hier Schönes statt? Wir haben hier heute unser alljährliches Ostereiersuchen, diesmal bei leider nicht so tollem Wetter, aber wie immer eine Aktion zu Ostern im Rauenberger Tierpark. Es ist aber gut besucht, sind viele Kinder da hinten in dem extra aufgebauten Zelt. Da ist ja ganz schön was los, Leckereien. Was gibt's hier noch so? Also wir bieten Kaffee, Kuchen, frische Waffeln und wetterbedingt heute auch Glühwein an. Ja, klasse, so gehört sich's auch. Wie ist deine Idee gewesen, da mit diesen Ostereiern versteckeln? Also wir haben gedacht, damit es für alle gerecht ist, haben wir hier in unserer Sandkiste so das Innenleben der Überraschungseier versteckt. Die sind hier eingebuddelt worden heute Vormittag und die Kinder dürfen sie jetzt ausbuddeln. Und wer eins ausgebuddelt hat, darf zu uns ins Zelt gehen und bekommt dafür eine kleine Ostergeschenktüte. Wunderbar, klasse, toll. Was gibt's noch Neues? Wir haben in den letzten Wochen ziemlich viel getan hier bei uns. Wir haben zum Beispiel vor 2 Wochen am Wochenende mit unserem Gärtnermeister Walter Dalmagro und in Zusammenarbeit mit der Baumschule Müller Lebensraum Garten in Mauer hier verschiedene Obstinseln angelegt. Das ist so gedacht, dass die Früchte da reifen können und dass dann im Sommer die Kinder sich bedienen können. Wir haben Blaubeeren, wir haben Johannisbeeren, wir haben Stachelbeeren. Also wir haben da eine bunte Mischung an Obst, was da im Sommer hoffentlich wächst und wo sich die Kinder bedienen können. Das ist das Ergebnis der freiwilligen Helfer? Der Aufruf hat was genutzt? Ja, also wir hatten ziemlich große Resonanz auf unseren Aufruf, auf unseren Informationsabend. Danach haben sich auch noch zahlreiche Leute gemeldet und das war so unser erster Arbeitseinsatz, den wir hier absolviert haben. Und da haben wir mit 10 Leuten an einem Samstag hier die ganzen Bäume und Sträucher in die Erde gebracht. Wir haben uns noch eine besondere Aktion überlegt. Wir haben Bausteine, also Duplosteine, bedrucken lassen. Da steht drauf Mein Stein für das Eselhaus. Und wer den Bau unseres Eselhauses unterstützen möchte, kann uns Geld spenden, mindestens 5 Euro. Und dann überreichen wir ihn symbolisch dafür so einen Spendenstein. Und den Spendenstein kann man bei unseren Aktionstagen hier vor Ort bekommen oder in der Sparkasse Heidelberg hier in Rauenberg in der Schönbornstraße. Da gibt es auch immer die Bausteine zum Holen. Wenn jetzt einer einen Baustein in Weiß möchte? Nee, wir haben den Baustein gibt es in 5 verschiedenen Farben: Rot, Blau, Grün, Orange und Gelb. Thank you.
Hallo. Hallo, hallo. Kuckuck. Niam, niam. Niam, niam, niam. Alles Gute. Alles Gute, alles Gute. Wunderbar, weitermachen, klasse. Tschüss. Tschüss.